Felix Lobrecht, FAQs. Folge 2. Was ist das Coolste an Felix? Also, mir fallen jetzt mehrere Sachen ein, so. Ja, ich weiß nicht. Oh, das ist ganz ehrlich, vom Herzen gibt es da wirklich eine lange Liste sozusagen. Wir haben keinen Vertrag über diese Aufzeichnungsgeschichten, aber ich habe nie so drüber nachgedacht, so, dass das nicht laufen wird. So. Das ist scheiße, sowas. Das Coolste an Felix ist, dass er einfach ein großes Kind ist. Der war nicht schlecht, oder? Dass er so krass hilfsbereit ist. Bei dem Frauenarzt-Ding muss eigentlich bei Felix noch im Callback zur Scheide kommen. Da muss man sich jetzt so zusammenreißen, nichts zu Oberflächliches zu sagen. Dass er reich ist, das ist das Coolste an Felix. Mein Tipp an Newcomer, Designerhemd. Was ihr braucht, sind Designer-Seidenhemden. Es gibt einfach Situationen, wenn er gut drauf ist, wenn er nicht launisch ist, sondern einfach sehr gut drauf ist, dass er einfach wahnsinnig albern ist und das liebe ich. Ich bin heute live. Ey, was ich wirklich an ihm feier, so ein Mensch, der nicht vergisst, wo er herkommt, denn der die Struggle seines Lebens, seiner Familie nicht vergisst. So. Also ich bewundere alles, was er so für sich selber mit seinem Familienunternehmen erarbeitet hat, wie er das gemacht hat auf dieser Ebene praktisch. Digga, jeder einzelne Platz hier ist besetzt. Das ist so geistesgestört, ey. Und das ist halt wirklich gut, dass er aber trotzdem auch irgendwie noch nicht so komplett in Allüren abgehoben ist. Ich wollte doch das mit den Firmen ausverkauft sagen. Sondern wirklich irgendwie auch immer noch einem sehr menschlich auch sein kann und ein sehr gutes Herz dann irgendwie auch hat. So, und das ist halt eine tolle Kombination. Ich habe jetzt auch schon ein, zwei Menschen kennengelernt, die ein bisschen was gerissen haben im Leben und die ein bisschen was erreicht haben und sich auf was einbilden könnten. Ich habe nicht das Gefühl, dass er sich was drauf einbildet. Ich finde es krass, wie hungrig der ist. Gibt dein Rührei aus 3 bis 4 Eiern? Jetzt nicht so hungrig, so im Sinne von Bock auf Eier, sondern das fehlt, der macht alles noch mit. Alles macht er noch mit. Augsburger Tagblatt, Sie was haben ja das Krasseste. Der hat so unendlich viel Energie. So ein Kaffee, Sie kommen ja! Und hat sich nicht von diesem ganzen Erfolg und von diesem ganzen Trubel, der um ihn geschieht, so aufsaugen lassen. So. Also, mein Eindruck, sehr bodenständiger, menschlicher Typ so. Und das feiere ich, das respektiere ich sehr. Ich glaube, das Beste und Coolste an Felix ist, dass man, er hat nicht viele Leute, die ihm so enge und nahe stehen, glaube ich. Aber wenn man da irgendwie so drin ist, dann kannst du dich immer auf ihn verlassen. Ich finde, Felix hat eine sehr gute Einstellung zu Geld. Bisher. Wie ist dann, man steckt da dann doch meistens nicht drin. Aber bisher ja. Das finde ich ehrlich gesagt sehr cool, sehr humble, sehr angenehm. Weil du hast das Gefühl, du bist auf einer Augenhöhe. So, und da ist scheißegal, ob ich jetzt im 10. in Gropius wohne und auf dem Konto minus 300 habe. Oder nicht. Bis die Sonne aufgeht hinterm Block. Es war früher schon so, wenn keiner hatte Kohle oder einer hatte 10 Euro oder wie auch immer, man teilt halt alles. Und so ist es gefühlt jetzt auch, beziehungsweise es verändert ihn nicht. Also es ist halt irgendwie so Geld spielt ein bisschen keine Rolle, aber nicht, weil er es hat, sondern es hat vorher auch schon keine Rolle gespielt. Wirklich? Versteht man, was ich sagen will? Ist egal. Ich zahle gerne alles. Nein, das Coolste an Felix ist, dass ich immer noch am Start sein darf und das alles mitmachen darf. Und dass er weiterhin trotz Berühmtheit, trotz Stress, trotz allem irgendwie immer noch ein offenes Ohr und Zeit für mich hat. La la la. Vielleicht ist auch mein eines Ohr belegt. Man kann ihn immer anrufen zu jedem Thema und er geht ran auf jeden Fall. Oder ruft zurück. Also was mir relativ viel Spaß macht, ist einfach seinen Gedanken zuzuhören. So. Vorhin hast du es lustiger gesagt,
Du hast irgendwas mit, das macht es so lächerlich groß oder so gesagt. Das macht es so lächerlich groß. Ich glaube, wir haben alles selbe Zimmer. Außer André mit seinem Pennerzimmer. Im Russischen sagt man, er hat ein sehr lebendiges Gehirn quasi. Ich sag, den perfekten Vergleich. Das ist ungefähr so, als wenn ihr da gestern einfach draußen gesessen hättet und Bier trinkt, dann gehst du rein, holst eine neue Runde, kommst zurück und Marvin sitzt da mit einer Shisha. Der ist schlagfertig, würde man glaube ich sagen. Das finde ich sehr witzig. Kommt vor Rocky, Leute. Jetzt immer. Der redet dann wahnsinnig viel Quatsch. Es ist, als würde Comedy wie eine Art Mantel sein. Und dieser Mantel wärmt denjenigen, den er umschließt, aber auch dessen Familie jetzt finanziell gesehen. Und auch bei mir ist es, wie gesagt, eine Art... Es hat wirklich diese Mantelfunktion. Ich hab verloren. Verheddert in dem Mantel. Es hat wirklich diese Mantelfunktion. Also es hat auch, ich meine, klar hat Comedy keine Knöpfe oder so. Aber doch. Und das wisst ihr ja auch aus dem Podcast. Felix schafft es ja auch, wenn mal Pointen gar nicht so stark sind, die aber so hoch zu jazzen durch sein Lachen und durch seine Begeisterung über diesen etwaigen Witz, dass man so mitlachen muss, weil da einfach so ein Achtjähriger einen anguckt. Hast du schon die Euter von der hier gesehen? Und das mag ich an dem. Egal wie viel Erfolg der hat, dass er Hallen füllt, dass er mit seinem Mercedes durch die Gegend fährt und auch ein Proll ist und High Fashion trägt und so. Der ist aber trotzdem so ein Fünfjähriger, der dich mit Sand bewirft im Ikea Smallland. Ich weiß nicht, ob es da Sand gibt. Aber das ist etwas, was ich glaube ich ganz viele Leute, die so erfolgreich sind in dieser Branche, nicht nur in der, in jeder Medienbranche, abschneiden können. Der ist einfach wahnsinnig herrlich albern manchmal. Und das soll er sich bitte beibehalten. Dann, Hamwat. Spaß! All you can.stream. All you can stream.